Ja, ey, wir sind schon bei so einer Bier. Wenn ihr denkt. Engelross. Nee, ist ja richtig breit. Herzlich willkommen zu Endlich Selbstversorger. Mein Name ist Claudia Weber. Heute geht es darum, wie ich Schwedisch gelernt habe. Mit 40 bin ich nach Schweden gezogen und ich bin wirklich kein Sprachentalent, aber heute kann ich doch so gut Schwedisch, dass ich lesen, schreiben und fließend sprechen kann. Ich mache natürlich noch grammatikalische Fehler. Die Fehler, die sich mal am Anfang eingebürgert haben, die kriegt man noch nicht mehr so schnell los. Und man hört auch, dass ich einen Akzent habe. Wie ich die Sprache gelernt habe, das ist heute Thema. Und was so alles am Hof passiert, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Bis gleich. Ja, wie habe ich die Sprache gelernt? Also ich habe in Deutschland angefangen, da habe ich mir einen Computerkurs geholt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, ich habe den noch nicht mehr. Und da konnte man dann per Computer konnte man lernen. Man konnte gleichzeitig hören und sprechen und dann hat mal das Programm versucht, einem zu berichtigen. Fand ich ein bisschen anstrengend, weil der nie verstanden hat, was ich gesagt habe. Also es war dann eher ein bisschen frustrierend gewesen. Ich habe viele Vokabeln gelernt. Dann habe ich dieses Buch, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, in diesem Buch habe ich eigentlich viel gelernt. Asimil, Schwedisch ohne Mühe. Es ist halt, man sagt halt, dass es assimiliert wird, die Sprache. Also kein langweiliges Pauken. Ich fand es wirklich ganz gut. Mir hat das ganze System eigentlich ganz gut gefallen. Hey, Hani, Engelska, Tietninger. Guten Tag, haben Sie englische Zeitung? Also daneben steht dann gleich der Satz. Und dann habt ihr ja gesehen, das sind dann... solche Kreise dran. 7, 6 und da unten gibt es dann immer Bemerkungen dazu. Also da wird dann immer erklärt, was so die Schwierigkeit von diesem Satz ist oder von einem Wort. Oder es wird ein Satz nochmal genauer erklärt. Das hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Hier die Werbung. Sie wollen schnell und einfach Schwedisch lernen. Es ist nicht nur verstehen, sondern vor allem sprechen und ein Gesprächspartner und ein echter Gesprächspartner werden. Dazu gibt es auch eine CD, die habe ich, glaube ich, nicht mehr. Genau, hier steht CD. Also hören, das wäre natürlich schon gut, wenn man das Ganze hören würde. Aber ich glaube nicht, dass ich die noch irgendwo habe. Aber ich habe mir gedacht, und da ich das mit Sicherheit nicht mehr benutzen werde, dieses Buch, habe ich gedacht, ich verlose es an jemanden, der Lust hat, Schwedisch zu lernen. Ich habe allerdings am Anfang habe ich noch, nicht so viel, aber irgendwo habe ich noch reingekritzelt. Ich hoffe, so viel war es wohl nicht. Ja, hier, da habe ich reingekritzelt, mit Bleistift. Kann man ja wegradieren. Ja, wenn es jemand interessiert, macht Hashtag Schwedisch. Das reicht wohl, Schwedisch. Und dann werde ich das auslosen, wenn es mehrere sind. Ja, und dann könnt ihr mir per E-Mail der Gewinner die Adresse geben und dann schicke ich das. Schwedisch ohne Mühe. Da habe ich dran gearbeitet und ja, also wie nach Schweden gekommen sind, konnte ich nicht Schwedisch sprechen. Fakt. Also ich habe, Bernd und ich, wir haben es damals einfach mit Englisch durchgeschlagen. Ich habe dann angefangen im SFI-Kurs. Es war natürlich gut, einfach Vokabeln zu können, so ein bisschen Grammatik auch zu können.
dass man das ja in Deutschland ein bisschen Vorarbeit geleistet hat, dass man nicht so ganz ohne dastand. Aber es ist halt wirklich schwierig, wenn man die Sprache nicht ständig hört, nicht ständig liest und vor allen Dingen nicht anwendet, wirklich gut in ja, sag mal, Fernkurs Schwedisch oder die Sprache zu lernen, finde ich. Ich hatte dann noch Birkenbiel, das war auch ganz gut. Da hat man dann mal Wort für Wort die Sätze übersetzt. Das war auch so eine alternative Methode, wie man halt eben die Sprache lernt. Ich bin dann später zum, wie wir dann hier in Schweden waren, zum SFI-Kurs, habe alle Kurse durchgemacht. Also es geht ja von A bis D, glaube ich. Wenn man D hat, dann macht man noch eine Prüfung und dann hat man es bestanden. Dann geht es aber auch weiter. Dann kann man das Svenska für irgendwie Schwedisch für Ausländer. Also es gibt immer viele Kurse, wo man dann noch weitermachen kann. Aber wirklich die Sprache gelernt habe ich eigentlich im Praktikum. Also das gehört ja auch zum SFI-Kurs, dass die Lehrer ein Praktikum besorgt haben. Ich bin damals zu einer Gärtnerei und zur Gemeinde war ich gewesen. Da habe ich ja an der Rezeption gesessen. Natürlich habe ich da keine Arbeit gemacht, aber ich habe neben der Frau gesessen, die halt dort gearbeitet hat und sie konnte kein Englisch. Und da war ich dann faktisch ja gezwungen, mich mit ja, Schwedisch zu verständigen, weil sie hat ja nichts verstanden. Sie konnte Finnisch, Schwedisch, aber kein Englisch. Und da hat es eigentlich angefangen. Also da ist so wirklich, da bin ich über diese Mauer, über diese Schallmauer gekommen, endlich anfangen zu müssen, Schwedisch zu lernen. Ja, oder vielmehr zu sprechen. Das Problem ist ja immer, dass man nicht wagt. Man hat immer Angst, Fehler zu machen. Man will es ja auch super korrekt machen. Also der Deutsche will es immer super korrekt machen. Bloß keine Fehler. Und ich habe mich natürlich auch nicht getraut. Also ich habe es immer versucht mit Englisch. Ich fand es immer, es hat sich so lächerlich angehört, wenn ich angefangen habe, Schwedisch zu reden. Aber es blieb mir nichts anderes übrig. Und da habe ich wirklich, und dann ging es eigentlich richtig los. Also dann habe ich dann überall Schwedisch gesprochen. Und ich hatte einen Mitschüler gehabt, der kam eigentlich aus Australien. Mit denen hatte ich mich immer in Englisch natürlich unterhalten. Das war überhaupt kein Problem. Und dann war der weg gewesen. In Australien, glaube ich, hat er Urlaub gemacht, dann kam er zurück und ich konnte kein Englisch mehr. Es kam nur noch Schwedisch raus. Das war wirklich ja, interessant. Ich finde auch eine gute Methode, um Schwedisch zu lernen, ist DVD. Ich habe da ganz viele DVDs. Ich habe mir immer gerne DVDs angeguckt mit schwedischen Krimis. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Irene Huss. Ja, ganz spannende Krimis und habe mir da halt immer dann dazu die deutschen Untertitel angeguckt. Und ich denke, da kann man gut lernen. Henning Mankells Wallander. Es gibt also in Schweden zwei unterschiedliche Schauspieler, die Wallander präsentieren. Er ist ein recht bekannter Schauspieler, also großer Schauspieler. Hat auch schon international Filme gemacht. Hier sogar Oscar-Gewinner 2011. Hamden. Susanne Bier. Keine Ahnung. Aber das Gute ist wirklich, wenn man sich DVDs anguckt und hat jetzt gleichzeitig die deutschen Titel. Da lernt man wirklich automatisch, ohne dass man das eigentlich merkt. Natürlich ist es anstrengend, Untertitel zu lesen. Die Schweden sind es einfach gewohnt. Die haben schon von klein auf, gucken die sich Filme an, wobei die Kinderfilme noch übersetzt werden, also gedubbt werden, weil der dubbert. Und aber man gewöhnt sich dann dran, sagen sie, und dadurch können die auch alles so super Englisch, weil die das praktisch die Sprache nebenher lernen. Noch ein Wallander. Wallander, Wallander. Das ist der andere Wallander. Der so mehr TV-Serie Wallander. Also ich kenne mich jetzt nicht wirklich mit diesen Schauspielern aus, aber so habe ich das damals empfunden. Und das ist mein absoluter Lieblingsfilm, Wie im Himmel.
Mit Michael Nyquist heißt er, glaube ich. Und der ist wirklich super klasse. Den habe ich schon zigmal gesehen, zigmal geheult. Also mit dem Film kann man gut Schwedisch lernen. Ja, wie gesagt, ich denke, dass alle Sinne angesprochen werden bei der DVD, ist halt wirklich gut. Also man sieht, man hat eine Geschichte. Ich glaube, da hat das Gehirn das wirklich einfacher, die Sprache zu lernen. Ja, ansonsten, ja, ich kann dicke Bücher auf Schwedisch lernen. Natürlich kann ich nicht an alle Wörter. Also ist ja wahrscheinlich auch im Deutschen genauso, dass man auch nicht alle Fremdwörter kennt. Also ich habe ja auch manchmal mitbekommen, die Sprache verändert sich und die deutsche Sprache hat auch manchmal Wörter, wo ich überhaupt nicht verstehe, was das bedeuten soll, also triggert oder so. Das höre ich immer öfter. So ganz verstanden habe ich immer noch nicht, was es bedeutet. Aber im Großen und Ganzen kann ich schon gut Schwedisch sprechen mit meinen Kollegen und natürlich frage ich auch mal ein Wort nach, aber das ist ja eigentlich auch gerade am Anfang ganz wichtig, dass man zumindest so weit die Sprache kann, dass man fragen kann, ja, was bedeutet es das, dass man das umschreibt mit anderen Wörtern, fragt einfach, was das bedeutet und dann lernt man ja auch automatisch. Ich bin wirklich kein Sprachentalent, aber ich finde, wenn man in ein Land geht, natürlich ich sehe das ja immer im Forum. Du musst die Sprache können. Natürlich, wenn man einen Job haben will, muss man die Sprache können. Aber mein Ex-Mann zum Beispiel, der konnte die Sprache auch nicht und kam damals mit Englisch durch. Und hat dann natürlich die Sprache gelernt. Ich denke, die Sprache lernt man wirklich im Land oder wenn man daheim ist, dann dröhnt man sich wirklich mit DVDs zu oder macht vielleicht sein Computer alles auf Schwedisch, die Schwedisch Schrift, dass man nur noch die Sprache, nur noch die andere Sprache hört. Und ja, vielleicht auch im Volkshochschulkurs, das wäre ja dann sowas Ähnliches wie SFI. Wo man dann einfach auch mal fragen kann, warum ist das so? Wieso? Warum wird das jetzt so geschrieben? Einfach, dass man Hilfe bekommt und auch mal nachfragen kann. Ich hatte damals ja auch Glück gehabt, meine schwedische Lehrerin bei SFI, die war, ja, ich weiß nicht, nee, sie konnte sehr gut Deutsch. Sie hatte, glaube ich, ihr Vater kam aus Deutschland. Und da hatten wir es natürlich auch leichter gehabt, einfach mal nachfragen zu können. Ja, ich denke, Fleiß ist natürlich auch wichtig. Man muss halt einfach dranbleiben. Also man kann sich nicht zu Hause hinsetzen und sagen, okay, ich spreche nur meine eigene Sprache. Also wie gesagt, wenn man im Land ist, sollte man schon die schwedische Sprache lernen. Und ich denke, das meiste kommt automatisch. Also aber ich habe wirklich auf der Arbeit, habe ich die. Ja, eigentlich richtig Schwedisch gesprochen, also gelernt vor allen Dingen. Also am Anfang war es für mich sehr, sehr anstrengend. Die Kollegen, die haben sehr schnell gesprochen und am Anfang, man übersetzt die ganze Zeit. Und das ist so anstrengend. Also ich war dann richtig kaputt. Ich habe dann in der Pause, habe ich dann meistens auf Durchzug geschaltet. Und habe da gar nicht hingehört, weil ich einfach mal Pause brauchte. Inzwischen ist es so, wenn ich die Sprache höre, dann ist es wie Deutsch. Ich verstehe direkt, was sie sagen. Aber dadurch, dass man es ja immer anwenden muss und sich durchwurschteln muss, also ich glaube wirklich, am leichtesten ist es, die Sprache in dem Land zu lernen, wenn man sie tag. Es ist schon wichtig, die Sprache zu lernen. Ja, noch eine kleine Anekdote, wo ich wirklich Probleme hatte, weil ich die Sprache nicht so gut konnte. Das war, glaube ich, mein zweiter Job bei der Brauerei hier in Kopparberg. Und da habe ich missverstanden. Die haben mich angerufen. Die ersten Tage gingen ganz gut, aber dann sollte ich Vertretung machen. Und ich sollte eigentlich ganz schnell kommen und sollte ja bis 2 Uhr arbeiten. Das Problem ist, ich habe es nicht richtig verstanden. Ich habe gedacht, ich soll um 2 Uhr anfangen. Und sie hat mich damals so, glaube ich, so um 10 angerufen. Und um 11 hat sie mich dann wieder angerufen, wo ich dann bleiben würde. Und ja, dann bin ich dann zwar noch schnell hin, aber das war dann der letzte
Arbeitstag in der Brauerei gewesen. Ja, aber natürlich aus Fehlern lernt man. Und ich habe auch in Deutschland, da habe ich einen, ich weiß nicht, Thailänder kennengelernt. Und der hat erzählt, dass er von Leuten, die schon die deutsche Sprache konnten, falsche Sachen gelernt hat, zum Beispiel statt Guten Tag, ja, du Arschloch oder sowas. Und die haben sich da richtig blamiert, meinte er. Und wie sie das dann mitbekommen haben, dass sie da doch recht verarscht worden sind, dann haben sie wie bekloppt Vokabeln gebraucht. Also aus Fehlern kann man noch lernen und ja, sich motivieren. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Einblick geben, wie ich Schwedisch gelernt habe. Ich dachte, ich lasse das Gespräch zwischen dem Mann mit dem Alpha, weiß nicht, ob es Romeo ist, Auto, laufen. Da könnt ihr eure Schwedischkenntnisse schon mal anwenden. War er denn wert? Jättemycket. Ja, jag vill inte köpa sådana bilar. Men jag tycker... Ingen rost. Nej, det ser riktigt bra ut. Vad betyder det? Alfa Romeo? Okej. Ser ut som en krona eller? Det här är en bebis. En vad? En bebis. Ett litet barn. Okej. Som den här ormen äter upp. Oj. Det här är en orm. Okej. Som äter upp det lilla barnet. Oj, oj, oj. Men jag vet inte varför man har, vad det ska symbolisera, jag vet inte. Okej. Intressant, Det är ja. lite läskigt. Ja. Ja, jättesnäll. Tack så mycket. Ja, die letzten 2 Wochen, eigentlich seitdem ich daheim bin, waren richtig kalt gewesen. Also ständig um die minus 10 Grad. Das Höchste war minus 17 Grad nachts und ich hatte wirklich richtig gut zu kämpfen gehabt, damit die Wasserleitungen im Haus nicht einfrieren. Also sie sind ein paar Mal eingefroren, ich konnte es aber dann immer irgendwie wieder auftauen. Das mit den Wasserleitungen ist halt recht neu, die mein Bruder installiert hat. Da muss ich einfach noch rauskriegen, wo die Schwachstellen sind, wo ich noch isolieren muss und wo ich richtig warm halten muss, damit ich da keine Probleme bekomme. Ich habe auch sowas wie eine Wärmeleitung in den Rohren, die zum Brunnen gehen. Aber alles, was wärmt, braucht auch viel Strom. So muss ich dann immer den Generator anwenden. Ich bin sehr froh, dass ich letztes Jahr diesen kleinen Generator gekauft habe. Also er ist wirklich sehr zuverlässig und das Gute daran ist, dass ich ihn tragen kann. So habe ich den immer im Haus, da ist es schön warm und dann lässt er sich auch einfacher starten. Ja, mit meinem Auto habe ich auch wirklich sehr viel Glück. Ich habe mir neue Winterreifen gekauft mit Spikes, also Dups, und komme da genauso gut wie mit dem ÖTV damals den Berg hoch. Ich bin sehr froh, dass ich das getauscht habe, weil es war doch sehr anstrengend kalt mit dem ÖTV. Ja, mit dem Solar bin ich eigentlich auch zufrieden. Natürlich, die Tage sind jetzt einfach zu kurz, dass die Batterien da groß aufgeladen werden, aber mit dem Generator zusammen, es ist ja wirklich, funktioniert es recht gut, dass ich die Batterien auflade und habe dann ausreichend Strom. Ich hatte ja in meinem alten Haus überhaupt keinen Strom gehabt. Also da hatte ich dann nur ja, Kerzen gehabt. Und jetzt drin einfach so viel Licht zu haben, das ist für mich schon Luxus. Und ja,
Für mich ist das aber alles ausreichend. Ich kann Waschmaschine waschen, dann muss ich halt den Generator anmachen, aber gleichzeitig laden dann auch die Batterie. Also ich muss sagen, so wie es jetzt läuft, ich bin zufrieden. Wenn ich jetzt an Strom angeschlossen werde, also ich höre jetzt im Moment mal so Horrorrechnungen, dann muss man plötzlich auf einmal mal 1000 Euro bezahlen. Unvermutet. Also das würde mir nicht liegen. Dann komme ich lieber ohne Strom aus. Für die Tiere war das jetzt auch nicht so leicht mit der Kälte. Also die Erwachsenen, die schaffen das ganz gut. Im Stall habe ich ja so Matratzenmist. Und wenn ich die Türen schließe, dann wird es da recht warm. Aber jetzt für Ronja, die Kleine, die hat noch nicht so viel Wärme und die hat richtig gelitten. Und das war am Tag. Naja, Da habe ich Ronja, so ein ich würde bisschen sagen, Heu eingepackt, eine Decke drüber. damit. Wieder noch ein bisschen Extrafutter, Sonnenblumenkerne gegeben. Und jetzt geht es ihr wieder gut. Jetzt, wo die Temperaturen unten sind, ja, fühlt sich wieder ganz wohl. Nur läuft es mir jetzt immer nach, weil sie Extrafutter bekommen hat. Ah, wird ein bisschen verwöhnt. Heute hatten wir sogar schon Plusgrade. Es fängt an zu schmilzen. Am nächsten Tag soll es ein bisschen wärmer werden, aber dann kommt wieder die nächste Kälteperiode, habe ich gesehen. Ja, mal gucken, wie es wird. Ja, jetzt ist schon der vierte Advent. Bald ist Weihnachten. Ich will versuchen, bis Weihnachten die Geschichte von Bingo fertig zu machen. Also ich muss sie rausschreiben, ins Deutsche übersetzen. Diese Geschichte habe ich von der früheren Besitzerin von Bingo bekommen und will vielleicht noch ein Bild dazu malen, aber das ist nicht so wichtig. Aber dass ich so ein bisschen, ja, schön die Geschichte von Bingo rüberbringe. Ich hoffe, ich schaffe das bis Weihnachten und dann sehen wir uns am nächsten Weihnachten. Alles klar. Euch eine gute, frohe Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Halt, stopp! Ich wollte mich auch noch für die Geschenke von euch bedanken. Danke, liebe Barbara, für die schönen Strümpfe. Katzenhund Bingo freut sich auch. Und vielen Dank auch für die anderen Zuwendungen. Ich kann nicht immer sehen, von wem das kommt, wenn es direkt auf mein Konto ist. Aber vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid wirklich super. Jetzt kommen noch ein paar Bilder von meinem Frühstück. Ja, jetzt aber wirklich Schluss. Bis dann. Tschüss.